Die Westalpen sind für mich die spektakulärste Gegend in den Alpen. Die höchsten Gipfel, die tiefsten Schluchten, das türkisfarbenste Wasser, atemberaubende Straßen, Nervenkitzel pur und Kurven satt. Ein richtiges Motorradabenteuer. Also wenn du weiterhin noch mit Begeisterung Motorrad fahren willst, dann komm besser nicht hierher. Denn nach diesen Erlebnissen ist nichts mehr so, wie es mal war. Eigentlich können wir mit dem Hobby Motorradfahren einpacken. Das ist es jetzt gewesen. Also was gibt's denn noch? Was sollen wir? Was gibt's noch Besseres? Also es ist wirklich unbeschreiblich schön. Doch wer hier noch nie mit seinem Motorrad gewesen ist, der hat definitiv was verpasst. In diesem Video zeige ich dir die schönsten Orte, Alter, die geilsten Strecken und die wildesten Geschichten, die unterwegs so anfangen. Viel Spaß! Wir starten jetzt hier in Villa d'Arène. Hatten hier ein Bed und Breakfast. War aber eigentlich nur Bett. Breakfast kann man nicht sagen. Ja, nur Bett. Ja, 11 Grad, ganz schön zapfig hier auf 1642 Metern. Es kühlt sich ganz schön ab nachts. Ja, weil das sogenannte Breakfast da in der Herberge, nenne ich es mal, war eigentlich nur ein bisschen Brot und Marmelade. Ja, und was zu trinken. Das war dann das Frühstücksbuffet. Heute steht nicht der Fahrspaß im Vordergrund, sondern heute wird es mal so ein bisschen abenteuerlicher. Und gibt ein bisschen was zu sehen. Wobei zu sehen gibt es ja eigentlich an jeder Ecke was. Man weiß gar nicht, wo man hier überall anhalten soll zum Foto machen und wo nicht. Boah, sagenhaft hier. Und das ist hier die ganz normale Landstraße, ne? Das ist hier jetzt nichts Besonderes. Selbst das ist einfach schon mega hübsch. Erkennt man das? Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht, aber da oben sieht man schon diese Balkonstraße. Wenn mich nicht alles täuscht, dann fahren wir da gleich lang. Boah, ist das geistesgestört hoch. Da läuft mir jetzt schon kalten Rücken runter. Also ich fahre ja nun Alpen rauf und runter und runter und rauf. Ich liebe es, Pässe rüber zu fahren und am anderen Ende guckst du in die Schlucht rein. Aber heute die Balcony Road, das ist der Hammer. Der Abgrund, diese kleine Straße, diese kleine Mauer, die dich vor dem Absturz bewahrt, das ist das Größte. Ja, zwischendurch war da auch einfach nur so ein Gitter, nee, so ein... Wie so ein... Zwischendurch war die... Kleine Absperrmauer mal durchbrochen. Irgendeiner hat da seine letzte Ruhe gefunden. Das Ding ist der Hammer. Da muss der Sattel fest sein. Also wenn du die Straße fährst, die Balcony Road, hardcore, richtig hardcore. Das können, auch nur so ganz harte Typen wie Hermit. Oh, hau raus. Normale Fahrer würden das niemals schaffen. Du belast es ja. Also da ging es nicht steil runter, es ging gerade runter. Also 90 Grad. Also da kriege ich jetzt noch Eppenpelle. Wenn ich daran denke. Oh. Ah, das ist echt Abenteuer. Oh. Villa Notre Dame. Ich frage mich, wie man hier wohnen kann, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Hätte ich mal, bevor wir hier hochgefahren sind, alle meine Sünden abgelegt, dann hätte ich mit reinem Gewissen hier hochfahren können. Ja, stimmt, das hätte auch zu lange gedauert. So, da unten ist Grenoble.
Und jetzt geht es hier ganz tief in den Vercors. So, die Schluchten des Flusses Born. Ist auch sehr eindrucksvoll hier. Col de la Machine, 1000 Meter hoch. Boah! Oh, was ist hier denn los? Das ist jetzt hier der Col du Roussette. Sieht auch sehr, sehr lecker aus hier, du. Ei. Geil fand ich auch alles, was nach Coppelerei kam, also südlich. Dieser Col du Roussette hieß der. Und ja, mega, mega geile Strecke, ne? War auch überhaupt nichts los. Wahnsinn. Kehren waren wie so Steilkurven. Fand ich mega witzig. Steilkurve, oh wow. Richtig geile Kehren hier. Auch alles danach, das war so abgelegen, uns kam gar keiner entgegen, das war Hammer. Jetzt sind wir hier eigentlich irgendwo im Nirgendwo, aber es ist trotzdem total geil, ne? Guckt ihr das mal an hier, diese Landschaft. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, keine Ahnung, was hier in der Nähe ist. Aber ich weiß, dass es hier geil ist. Das ist Motorradfahren. Ja, und in diesem Sinne fuhren wir weiter irgendwo durchs Nirgendwo in der Provence zu unserem nächsten Hotel. So, wir sind jetzt hier in Malocène, in der Nähe von Mont Ventoux in Frankreich, also der westlichste Punkt von unserer Tour quasi. Das ist in der Provence und nach dieser Absteige gestern da in... Richtig, richtig. Haben wir uns heute mal ein bisschen was gegönnt. Ja. Ich bin froh, dass Applaus. Ich bin froh, dass ich meine Nieren noch habe. Ich bin froh, dass ich da heil rausgekommen bin. Ab 1 Uhr war vorbei mit der Nacht. Nee, also nach der Absteige gestern haben wir uns heute mal ein bisschen was gegönnt. Hier mit Pool und schickem Hotel. Hier können wir uns mal ein bisschen gut gehen lassen, ein bisschen erholen nach den Strapazen. Erholen, ist klar. Die Vögel, jawohl. Jawohl. Und, ja, wir hatten die letzten Tage, hatten wir jeden Tag so. Stimme ich voll zu. Vorbei sein. Alle. Flieger. Ruhe jetzt. Grüß mir die Sonne. Grüß mir die Sterne. Die letzten Tage hatten wir immer so 7-8 Stunden Fahrzeit. Das war schon eine harte Nummer hier. Aber deswegen sind wir ja hier, ne? Wir sind ja nicht zum Spaß. Sind wir? Wie war das mit dem geilen Typen, der mit der Africa Twin so hochgezaubert ist? Was kannst du dazu sagen? Wer? Man muss schon sagen, Frankreich, motorradmäßig, hier geht richtig was, ne? Also Frankreich ist definitiv ein Motorradparadies. Also Hammer. Ja, so Abwechslungen gibt es hier ohne Ende. Also hier gibt es so viele verschiedene Situationen oder Vegetation, zum Beispiel Combelaval, ganz was anderes wie Col du Galibier oder also jeder Pass hat so seine eigenen Charakterzüge, ne? Man kann die richtig gut auseinanderhalten. Die Westalpen, das ist in Frankreich komprimiert. Du hast Schluchten,
Du hast diese innerlich hohen Bergpässe. Das ist Hammer. Hammer, Hammer pur. Kein Geld. Die Franzosen nehmen kein Geld für wirklich interessante Pässe. Muss man auch mal sagen. Stimmt, keine Maut. Zahlst du überall Maut. Auf jeden Pass zahlst du eine Maut und so. Und hier in Frankreich alles frei. Wenig Verkehr. Kannst du wirklich richtig so fahren, wie du möchtest. Ganz angenehm. Ja. Sehr schön. Also Steffinger, was du heute gebaut hast, richtig, richtig geil. Also dieser Tourentag war wirklich außergewöhnlich. Aber im nächsten Teil kommt dann für mich das Highlight von der gesamten Tour. Oder wahrscheinlich auch sogar von der kompletten Alpenregion. Ihr habt ja meinen Gefühlsausbruch im Intro gesehen. Also, wenn du es nicht verpassen möchtest, dann lass mir ein Abo da. Und die Routendatei kannst du auch wieder von mir bekommen. Also exakt so, wie wir gefahren sind. Dann weißt du natürlich auch schon, wie der weitere Tourenverlauf ist. Aber schau mal in die Videobeschreibung. Tschüss, bis bald.